Der 23. kommt aus dem Norden, aus Borkum, eine kleine Insel im Norden. Schauen wir mal, wer da auf Borkum war und an mich gedacht hat, natürlich. So, mal sehen. Ja, da kann ich noch nicht viel erahnen. Oh, das ist ja ganz, ganz toll verpackt. Ein kleines Muschelchen sehe ich da schon hervorgucken. Und da. Ups. Ah, ich liebe Muscheln. Die muss ich ja gleich in eine größere Muschel. Ups. Schau mal, die sind ja süß. Die sind ja süß. Life is better at the beach. Na, wem sagt ihr das? Wem sagt ihr das? Ich bin eindeutig in der falschen Gegend geboren. Eine Schafmilchseife. Die riecht aber mit Sanddorn. Die riecht aber toll. Sanddorn riecht man richtig heraus. Ja, life is better at the beach. Das ist ein wahres Wort gelassen ausgesprochen. Viele Grüße von der Nordseeinsel Borkum, schickt mir für Eliza die Susanne Gehling aus dem Wollcafé. Liebe Eliza, diese Grüße kommen von meiner Lieblingsinsel Borkum. Hier habe ich in diesem Jahr im Juni die Ferien mit meiner Mama verbracht. Ich wünsche dir alles Liebe zum Geburtstag und eine wunderschöne Weihnachtszeit. Liebe Grüße, deine Susanne. Auch die liebe Susanne war schon bei unserem allerersten Stricktreffen in Günzburg dabei. Und ich kann mich noch erinnern, da lag sie gerade in den Wehen und in den Geburtsvorbereitungen für ihr Wollcafé in Fellbach bei Stuttgart, das ich auch schon einmal, mindestens einmal besuchen durfte, wenn nicht zweimal. Also ich würde mich freuen, wenn wir es vielleicht nächstes Jahr wieder mal schaffen, dass ich vorbeikommen darf. Liebe Susanne, ich wünsche dir tolle Weihnachtsgeschäfte, danach eine erholsame Zeit, dass du ein bisschen verschnaufen kannst. Und ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen. Dir alles Liebe nach Fellbach.